Gefährliche Tierkörperteile, die tödlich sein können. Tiere bekommen Körperteile, die ihnen helfen, sich vor Raubtieren zu schützen. Aber oft können sich dieselben Körperteile oder Verhaltensweisen als extrem gefährlich für sie selbst erweisen. Du wirst nicht glauben, warum ein kleiner hühnerartiger Vogel gleich bei seiner Geburt einen Todessprung macht oder warum der Magen eines Faultiers für das Tier tödlich sein kann. Schau dir diese gefährlichen, tödlichen Körperteile von Tieren an. Nummer 10. Zitterale können sich selbst schocken. Wenn du dachtest, dass Zitterale eine wirklich coole Superkraft haben, dann lass dich nicht täuschen. Sie schocken sich am Ende auch selbst. Zitterale bringen sich selbst in Gefahr, indem sie Strom erzeugen. Es erwischt sie regelmäßig selbst. Sie versetzen anderen umstehenden Zitteralen aus Versehen einen Stromschlag. Nicht im Kampf. Die meisten Organe der Zitterale befinden sich in einem kleinen Bereich vor dem Schwanz. Wenn ein Aal sich also bedroht fühlt und sich schnell auflädt, kann er nicht nur sich selbst, sondern auch den ganzen Schwarm unter Strom setzen. Sowohl in der Natur als auch in Aquarien wurden Zitterale dabei beobachtet, wie sie sich selbst elektrisierten. Natürlich passiert das nicht allzu oft. Nummer 9. Übergroßer Schnabel bei Papageien. Du weißt es vielleicht nicht, aber der Schnabel eines Papagei ist der wichtigste Teil seiner Anatomie und könnte am Ende auch der gefährlichste sein. Papageien benutzen ihren Schnabel zum Fressen, zur Nahrungssuche, zur Verteidigung ihres Heims und zum Füttern ihrer Jungen. Während wilde Papageien reichlich Gelegenheit haben, ihren Schnabel zu benutzen, haben es die als Haustiere gehaltenen nicht immer so gut. Manche Besitzer sind sich nicht bewusst, dass der Schnabel eines Papageis wächst. Und manchmal können auch Leberkrankheiten und ein schlechter Gesundheitszustand zu einem zu großen Schnabel führen. Ein zu langer Schnabel hindert den Vogel unter anderem am Fressen, was bedeutet, dass er verhungern könnte. Zwar ist der Oberschnabel am anfälligsten für Überwucherungen, aber auch der Unterschnabel kann wachsen. Die einzige Möglichkeit, das Überwachsen des Schnabels bei Papageien zu verhindern, ist, dem Vogel mehrere Kauspielzeuge zu geben, die den Schnabel abschleifen. Nummer 8. Die langen Beine der Giraffe. Die Beine einer Giraffe lassen das Tier groß und majestätisch aussehen. Aber lass dich nicht täuschen, die schlanken Beine sind extrem stark. Eine Giraffe kann mit einer Kraft von 2000 Psi treten. Das entspricht der Bisskraft eines Krokodils. Es ist der zweitstärkste Tritt im Tierreich. Der erste ist der eines Zebras, der so stark ist, dass er dich umhauen könnte. Das Problem ist, dass die Beine der Giraffe auch ein Problem für das Tier selbst darstellen können. Zum einen ist es für die Giraffe äußerst unangenehm, Wasser zu trinken, da sie ihre Beine weit auseinanderspreizen muss. Das macht die Giraffe sehr anfällig für opportunistische Angriffe von Raubtieren. Außerdem wurde berichtet, dass kleine Flugzeuge des Typs Cessna in Botswana mit diesen Tieren zusammenstießen und sie dabei ums Leben kamen. Nummer 7. Faultiere haben ungewöhnlich große Mägen. Faultiere bewegen sich sehr langsam, was sie anfällig für Raubtiere machen kann. Aber das ist nicht alles, was für ein Faultier schlecht ist. Noch schlimmer ist, dass das Faultier einen sehr großen Magen hat, weshalb es viel frisst. Ein so großer Magen, der eine riesige Menge an Nahrung fasst, bedeutet, dass auch verdammt viele Kalorien verbrannt werden müssen. Und glaubst du, dass ein Faultier das mit seinem Schneckentempo schaffen kann? Tatsächlich braucht es einen Monat, um eine einzige Mahlzeit zu verdauen. Das ist eine unglaublich schlechte Verdauung, die für das Faultier sehr schnell zu einem ernsten Problem werden kann. Weil sie sich nicht ausreichend bewegen, können ihre Körper die Energie nicht effektiv herstellen und sie nicht an die entsprechenden Körperfunktionen weiterleiten.
Das macht den Magen der Faultiere zu einem wirklich nutzlosen Organ, das sie daran hindert, ein gesundes Leben zu führen. Erschwerend kommt hinzu, dass die niedrigen Körpertemperaturen der Faultiere verhindern, dass die Bakterien, die die Nahrung verdauen, funktionieren, was bedeutet, dass sie, selbst wenn sie sich den Bauch vollschlagen, Gefahr laufen, an unverdauter Nahrung zu verhungern. Echt blöd, oder? Nummer 6. Babirusa-Zähne. Babirusas, auch als Hirscheber bekannt, sind eine Schweinegattung, die auf den indonesischen Inseln Sulawesi, Togian, Sula und Buru vorkommt. Babirusas sind eine gefährdete Art mit einer Population von weniger als 10.000 Tieren in ihrem natürlichen Lebensraum. Babirusa sind für die nach oben gebogenen Stoßzähne ihrer Männchen bekannt, die sich von der Nase zur Stirn zurückbiegen. Die Stoßzähne erwachsener Männchen werden bei innerartlichen Kämpfen eingesetzt, wobei die oberen Stoßzähne der Verteidigung dienen, während die unteren für den Angriff verwendet werden. Die Stoßzähne sehen ziemlich einschüchternd aus und ein ausgewachsenes Tier wird nicht zögern, es mit einem Raubtier aufzunehmen, weil es weiß, dass seine Stoßzähne viel Schaden anrichten können, aber auch, dass es sich selbst verletzen könnte. Ein Babirusa muss seine Stoßzähne regelmäßig schleifen, denn wenn er das nicht tut, können sie nach hinten wachsen und seinen Schädel durchbohren. Das kann tödlich enden oder das Tier schwer verletzen. Nummer 5. Kaninchenzähne. Kaninchen haben ein offenes Gebiss, was bedeutet, dass ihre Zähne ihr ganzes Leben lang weiter wachsen. Wenn die Zähne eines Kaninchens zu lang sind, können sie für das Tier sehr unangenehm sein und ihm große Schmerzen bereiten. Wenn das passiert, kann das Tier gestresst sein und sogar aufhören zu fressen. Noch schlimmer ist, dass die Zähne auch in das Zahnfleisch einwachsen können, was für das Tier tödlich sein kann. Glücklicherweise benutzt ein Kaninchen in freier Wildbahn seine Zähne ständig, um an irgendetwas zu knabbern, wodurch die Zähne auf eine sichere Länge geschliffen werden. Während das Nagen an bestimmten Nahrungsmitteln verhindert, dass die Backenzähne größer werden, werden durch das Kauen auf Holz und andere natürlichen Gegenständen auch die Schneidezähne abgeschliffen. Wenn du ein Kaninchen als Haustier hältst, solltest du seine Zähne regelmäßig kontrollieren lassen, um ein Überwachsen zu verhindern. Nummer 4. Blutfedern. Blutfedern sind Federn, die einem Vogel nachwachsen, wenn eine ältere Feder am Schwanz oder an den Flügeln abfällt. Diese Federn wachsen aktiv und werden daher im Kiel mit Blut versorgt. Bei dem Prozess, der Mauser genannt wird, entsteht eine neue Feder, die eine Vene und eine Arterie enthält, durch die das Blut fließt. Wenn die Feder gealtert ist, zieht sich das Blut in den Follikel zurück, die Blutversorgung stoppt und die Feder wird zu einer toten Einheit am Körper des Vogels, genau wie eine normale Feder. Wenn aber die Blutfeder beschädigt oder ausgerissen wird, kann der Vogel verbluten, obwohl die Feder eine Keratinschutzhülle hat. Das bedeutet, dass Blutfedern ein extrem verletzlicher und gefährlicher Teil eines Vogels sind, der jederzeit geschützt werden muss. Blutfedern sind außerdem empfindlich. Und Vögel mögen es nicht, wenn man sie während der Mauser anfasst. Nummer 3. Schafswolle. Auch wenn man sich ein Schaf ohne Wolle nicht vorstellen kann, kann ein Schaf mit einem dicken Wollmantel extrem benachteiligt sein. Deshalb müssen Schafe regelmäßig geschoren werden, sonst kann das Fell so stark wachsen, dass es die Lebensqualität des Tieres beeinträchtigt. Es kann sich dann nicht mehr bewegen und das ungepflegte Fell zieht außerdem Insekten und Ungeziefer an. Ein Beispiel dafür, wie Wolle einem Schaf wirklich schaden kann, ist ein Schaf namens Chris, das durch ein 40 Kilogramm schweres Fell an der Bewegung gehindert wurde. Das Schaf aus Australien wurde von den Tierschutzbehörden entdeckt, die Chris sofort aufnahmen und schoren, um ihn wieder aufzupäppeln. Das Schicksal von Chris zeigt auch die menschliche Vernachlässigung durch die Wollindustrie, die sich mehr um die Wollproduktion als um das Wohl der Tiere kümmert. Nummer 2. Die Hufe der Esel.
Während die Hufe der Pferde regelmäßig von den Tierhaltern gepflegt werden, haben es Esel nicht so gut. Das größte Problem für Esel sind ihre Hufe. Sie bestehen, wie die Hufe von Pferden, aus Keratin. Mit dem Unterschied, dass die Hufe von Eseln überschüssiges Wasser aufnehmen, was sie weicher und anfälliger für Krankheiten und Infektionen macht. Wenn man die Hufe eines Esels wachsen lässt, können sie in fast alle Richtungen wachsen und das Tier daran hindern, zu laufen oder sogar zu versuchen, Futter zu finden. Ohne Pflege könnten sich die Hufe spalten, was die Situation für das Tier unendlich verschlimmern würde. Nummer 1. Hirschgeweih. Männliche Hirsche sehen mit ihren großen Geweihen prächtig aus. Aber was passiert, wenn ein Hirsch wie dieser auf unserem Vorschaubild mit einem Supergeweih endet? Ja, ein Hirschgeweih kann auch schädlich für das Wohlbefinden der Tiere sein. Das Hauptproblem bei Hirschgeweihen ist die Bastphase, in der das Geweih einmal im Jahr mit einer pelzigen Außenhaut überzogen wird, die als Bast bezeichnet wird und nach ihrem weichen, samtigen Aussehen benannt ist. Das Bastgewebe versorgt das Hirschgeweih mit Nährstoffen im Wachstum und ist eine besondere Art von Haut, die mit Blutgefäßen und Nerven ausgestattet ist und sich jedes Jahr erneuert. Wenn jedoch ein wachsendes Geweih gebrochen wird, blutet es stark und das Blut kann sich im Inneren des Geweihs ansammeln und es füllen. Das kann zu einem deformierten Geweih führen, das nach unten wächst und das Gesicht des Tieres durchbohrt. Mehrere gebrochene Geweihe können zu einem richtig asymmetrischen Supergeweih führen, das an diesem Tier bizarr aussieht. Das ist schon hart. Aber denkst du, dass Tiere solche Körperteile nicht haben sollten? Immerhin benutzen sie sie auch, um sich zu verteidigen. Sag uns deine Meinung in den Kommentaren unten und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.